Und da sind wir schon wieder. Jetzt geht's gerade Schlag auf Schlag. Wieder sind wir mit den Nachproben der großen Gewächse beschäftigt. Es ist Freitagmorgen und es geht um die Mosel. Allerdings sind es diesmal nur die Hälfte große Gewächse. Die andere Hälfte sind andere Weine, die halt gestern bei der Mosel dabei waren und die ich unbedingt nochmal probieren wollte. Und wir haben vorhin schon diskutiert, ob wir euch das jetzt auch noch antun. Und wir haben beschlossen, das machen wir jetzt einfach. So, genau. Ne, dauert halt ein bisschen länger. Alles halb so wild. Aber es ist vielleicht doch auch ganz interessant, wenn da halt nicht nur große Gewächse drinstehen, sondern auch ganz anderes Zeug. Ich weiß ja dann immer nicht, was ich kriege. Und wir fangen sofort an, ohne großes Geschwätz. 3, 6, 4, 9, 7, 4. Ist man gar nicht gewohnt, gell? Was, ohne großes Das ohne Geschwätz? großes Gelaber anzufangen. Könnt ihr noch was zum Jahrgang sagen? Das machen wir bei den Weinen. Heute recht klein, was du da eingestellt hast für mich. Ja. Ich sollte vielleicht sowieso nochmal aufstehen und das Fenster zumachen, weil ich glaube, dass das ganz schön rauscht. Das andere zwar auch noch offen, aber ist nicht ganz so schlimm. Ist schon noch verschlossen, verhalten. Ja, das hat noch ein bisschen Hefe. Das ist so leicht auf der vegetabilen Seite. Es ist schon fruchtig, auch schon in der Nase, aber es hat auch so ganz leicht kräuterige und fast ein bisschen grüne Gemüsige Noten. Und dann kommt auch so recht typische Mineralik. Ja, ich finde die fast ein bisschen dunkel. Sonst dunkler rein oder dann sind noch dunkelbeerige Noten mit drin. Naja, Irgendwie. dass es allgemein ein bisschen dunkler ist an der Mosel, das wundert ja nicht. Und das ist oft so ein bisschen erdig, das finde ich da auch nicht arg, aber so ein bisschen. Also, du musst mir erzählen, was du schmeckst, weil ich kann ja nicht. Achso, das müssen wir jetzt jedes Mal dazu sagen, ja? Ja, genau. Ich befinde mich in anderen Umständen. Von daher darfst du mir jetzt erzählen, was du dazu schmeckst. Gut. Also, das ist relativ saftig, so ein bisschen warm, süßlich, wie das an der Mosel halt oft so ist, die Säure eher moderat, wobei das heute ein bisschen mehr Rückgrat gibt, als das gestern offenbar der Fall war. Da steht auch drin, weiche Konturen, das hat es heute schon auch noch, gerade auch, weil die Süße noch dazukommt. Aber es hat ein bisschen mehr Griff als gestern. Dann hinten, da steht auch drin, dass die Mineralik wieder relativ dunkel ist, wie wir das schon in der Nase hatten. Ich finde, es hat in der Nase noch so leichte Litschi-Note. Ja, das kann man am Gaumen schon auch nachvollziehen. Also die Frucht, im Gegenteil zu der Mineralik, tendiert eher ins Helle. Na. Also man merkt, meine leise Tastatur ist noch nicht da. Das war ja wie gesagt bestellt. Gut, die Frage. Ich glaube, dass du mit 86 ein bisschen streng bist. Also ich kann ja, wie gesagt, nur die Nase beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass Das das ein ist bisschen streng ist. genau das, was ich mir frage. Und zwar genau aus dem Grund, weil das straffer geworden ist mit Luft. Das hat seine anfängliche, so leichte Lätschigkeit abgelegt. Und es hat da hinten raus eigentlich einen hübschen Zug. Ne, das sind 87. Das ist das Weingut Schmitz-Bergweiler. Sprich, oh, das ist natürlich schwierig mit so einem Etikett. Das sind die 18er alten Reben. Kostet 6,90 €. Aber fair. Sehr fair. Ja, fair ist fast ein bisschen untertrieben. 250698. Ich habe mich gestern schon gewundert, schon bei den 86, dass das eigentlich viel Geld für, also viel Wein fürs Geld ist. Ja, ist auch recht pflanzlich. Ja, ich habe aber auch Muschelschalen in der Nase oder so ein Algenton.
Ja, das ist es. Algen und fast so ein ganz leicht. Ja, krautig ist zu viel, aber es ist schon sehr auf der pflanzlichen Seite. Es wird noch ein Stück süßer als der andere. Also Candis-Töne. Dann kommt auch wieder so leicht dunkle, erdige Mineralik dazu. Es hat fast so einen leichten Tabakton dabei. Es ist auch da ist die Säure moderat. Also nicht so, dass es ganz lätschert ist, aber halt doch niedriger, als wir das bei der Mosel aus anderen Jahren kennen. Auch gewisse Wärme vom Alkohol her. Dann was ganz leicht dunkelbeeriges am Ende. Ich glaube, dass dann aber gewürzig ist in der Nase drin ist, dass das im Das hat es Gaumen hinten raus aufschlägt. auch. Ja, steht auch drin. Also das kommt retronasal genau das wieder, was du ja riechst. Da steht es noch nicht drin in der Nase. Ja, das ist schon auch ganz gut, aber wie gesagt, das hat schon eine auffällige Süße. Es bleibt dadurch auch ganz gut stehen, hat eine vernünftige Substanz. Nur ob es schon sieben kann. Ich finde den Vorgänger besser. Deswegen Das ist glaube auch ich, dass so. 86 hier ganz gut Ja, steht. das verschwimmt auch ganz leicht hinten. Ja, das ist trotzdem kein schlechter Wein. 86 ist ja immer noch eine hohe Bewertung bei uns. Aber. Dennoch so ganz so stringent wie der Vorgänger ist es nicht. Ah ja. Also hier steht Spätlese Herbst, aber vielleicht willst du da dann noch mal drauf eingehen. Ich weiß nicht. Ja, Ja, also lass uns auf Bergwerk. das finde ich ja immer witzig. Das ist Bäcker Steinhaus. Bäcker Steinhauer. Bäcker Steinhauer, was ist denn heute früh los? 2018 Weltinsel Kirchberg, hinten steht es dann drauf. Spätlese Herb. Also Herb ist es in 100 Jahren nicht. Es ist schon merklich süßlich. 250667. Und der warme Alkohol und der Schmelz tun natürlich, da hier üblich ist, dass das weicher schmeckt und eben nicht herb. Das riecht jetzt wiederum ein bisschen herb. Das hat eine recht helle Nase, helle Früchte. Ja, noch eine frischere Nase. Ja, so was frisch Pflanzliches, gell? Bisschen was Grasiges sogar. Da wirkt auch die Mineralik nicht ganz so dunkel wie bei den anderen beiden. Da ist auch im Gaumen alles heller, frischer, das hat deutlich mehr Säure. Ich glaube, ein bisschen Süße. Dann kommen noch hefige Noten, dann kommt wieder deutlich dieses frisch-pflanzliche. Da habe ich dann auch fast noch was an Algen erinnertes dabei. In der Nase noch so einen leichten Cassis-Ton oder so einen Holunder-Ton. Wobei dennoch alles sehr hell. Naja, das ist so, das ist ja oft nahe beieinander, so dieses Weißbärige, der hat so weiße Johannisbeeren und dann dieses Schwarzbärige, Holundrige, das ist ja nicht weit auseinander, auch wenn es genau konträr klingt. Es bleibt halt alles ein bisschen vordergründig. Das hat so ein bisschen was Zitroniges dabei und Limettig. Und das hat, wie gesagt, vielen Rieslingflicks wird es besser schmecken, weil es deutlich mehr Säure hat. Es ist auch durch dieses grüne, frische, man merkt auch, das ist deutlich früher gelesen und schlanker als das andere. Aber dafür fehlt es halt so ein bisschen an Komplexität für höhere Weine, sind auch nur 86. Ja, es hat schon ein bisschen Biss hinten, das ist schon ganz launig. Aber mehr kann es nicht. Das ist Johann Josef Christoffel Erben. Das ist Uzzig-Würzgarten Riesling trocken. Gut, aber das ist auch nicht teuer, gell? Das kostet 8,90. Und dann passt es doch. 252 189. Und das ist eine Farbe schon deutlich dunkler.
riecht wieder merklich vegetabil, aber auch sehr mineralisch. Wieder so was eher Dunkleres, erdig Mineralisches. Ja, und nach Mandeln rechts. Die geröstete Mandeln. Mhm. Aber es ist deutlich dichter, tiefer und konzentrierter, als das wir das beim vorigen Wein hatten. Wahrscheinlich auch am Gaumen so, oder? Mhm. Das ist eine sehr reife Frucht, eher ruhig und weich, zum Teil ein bisschen kantiert wirkend. Hat wieder deutlich weniger Säure, die man da aber gar nicht so vermisst, weil diese Mineralik-Rückgrat gibt und weil es also einen ganz leichten Gerbstoffgriff hat. Nicht arg, also das hat man dieses Jahr schon viel, viel deutlicher, aber man merkt, es hat Griff. Und trotzdem der leichten Süße hat so herbe Töne. Ein bisschen erinnert es an Nussschalen ganz hinten. Ich glaube 87 stehen im Grund. Mm. Oder der Schwanz zu. Bin ich für ein Meer. Okay. Das hat eine richtig gute Substanz. Und auch hinten raus bleibt dann auch diese Mineralik stehen. Da steht noch drin, ganz leicht gedeckt. Das war der gestern wohl auch vom Gerbstoff. Aber das hat sich aufgelöst. Das müssen wir ändern. Also man merkt den Gerbstoff noch, aber er deckt den Wein immer zu. Und dann hat er schon eine ziemlich gute Substanz, viel Mineralik. Und hinten raus auch nochmal Griff. Das wird auch länger halten. Ist das da? Nee, das ist schon gut. Das ist das Weingut Amlinger und Sohn mit dem 18er Bremer Kalmont. Nummer 7.2 steht da hinten drauf. Man kann es lesen, denke ich, einigermaßen. Kostet 11,90, das passt da. 364,978. Auch das ist eine eher herbe Nase. Das hat wieder Pfeffer. Pfeffer, pflanzliches, Kräuter, Hefe. Es riecht relativ fest. Mhm. Ja, gelb gewürzig steht drin. Habe ich nicht gesehen. Jetzt habe ich es aber schon groß gestellt, gell? Ja, ich würde sogar das Wachs, das da drin steht, wieder rausnehmen. Das muss man machen, wenn es ganz frisch sind. Der Mund, reife, gelbe Frucht, saftig, relativ süß. Hat jetzt wieder ein bisschen mehr Säure als der Vorgänger. Hefige Töne. Es hat einen schönen Griff und sehr reifen Gerbstoff hinten. Das zieht auch schön am Gaumen. Das ist interessant, das hat schon Kraft, aber es hat sich seit gestern, ist es kühler und straffer geworden, offensichtlich, so wie ich sehe, was ich da geschrieben habe. Da reichen die 87 auch nicht ganz. Du denkst wahrscheinlich schon über die 9. Ich schwank zwischen 8 und 9, ja. Ja gut, wie gesagt, mir fehlt ja der Gaumen. Ich höre jetzt auf alle Fälle bei 8. Ja, also die 88 kann er ohne Zweifel. Ja, aber bei der Länge. Es hat wirklich zugelegt an. Wir könnten es aber bei 89 einfach mal reinstellen, oder? Schon dabei. Okay, dann zeigen wir noch nicht. Dann setze ich ihn jetzt mal auf 8 und wir schauen uns den gleich nochmal an, wenn die 89er kommen. Glas, bitte. Ja. Aber das zieht schon ordentlich. Das hat auch schöne Mineralik da hinten. Ich glaube, das kann er. 250545.
wirkt ein bisschen gedeckter. Das ist auch so leicht pflanzlich. Das ist hefig, hat eine helle, zurückhaltende Frucht eher. Es geht ein bisschen in diese Zitrusfrucht-Aromen rein. Ja, so fast ein bisschen kandiert. Mhm. Zitrus, zitronig. Grapefruit. Mhm. So Champignons in der Nase. Bisschen, ja. Ja, auch am Gaumen ist die Frucht ein bisschen zurückhaltend, so ganz leicht gedeckt. Also da passiert genau das Gegenteil, was wir vorhin hatten. Vorhin war der Wein gestern gedeckt und mit der Luft hat sich der Gerbstoff eingebunden. Und hier wird der Gerbstoff trocknender. Also genau der Effekt, den es nicht haben sollte. Pilznoten stehen auch schon drin am Gaumen. Ja. Der schafft die 87 leider nicht ganz. Einfach weil das so ein bisschen nachtrocknet jetzt und sich so ein bisschen der Gerbstoff sich wie so ein Schleier über den Wein legt. Und dadurch verschwimmen die Konturen. Ganz nicht ganz. Das ist das Weingut Bouillon mit dem 18er Blauschiefer Riesling Spätlese Trocken. Es hat erstmal was deutlich Pflanzliches, Kräuteriges in der Nase. Da ist noch irgendwas drin, was ich gerade überhaupt nicht finde. Ein bisschen Moschus oder sowas. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ganz andere Nase als bislang. Die Frucht, die da ist, das ist wieder gelb und auch so ein bisschen gelbfruchtig und schwarzbeerig. Ja, und dann hat er noch was ganz Frisches in der Nase. Mm, das ist, sowas, ich finde die Frucht auch schön. Minzig jetzt vielleicht. Mhm. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ja, das ist, also man hat es schon in der Nase gemerkt, das ist eine relativ präzise Frucht, die trotzdem so ein bisschen kandiert wirkt. Das ist auch im Gaumen so, das ist also eine reife gelbe Frucht und dann kommt was leicht Schwarzbeeriges. Es ist nicht ganz trocken, aber es ist auch nicht aufdringlich süß und vor allem dieses Tabakige und diese Mineralik, die geben da so einen herben Gegenpol, das passt eigentlich ziemlich gut. Da nicht ganz. Das liegt einfach darin, dass zwar, wie schon gesagt, diese Mineralik da ist, aber ganz im Abgang kriegt er dann so einen komischen Candiston. Okay. Und da fließt es dann ganz leicht. Da bleibt die Stringenz nicht ganz und auch die Komplexität nicht ganz für 8. Aber 87 sind es gut. Da sind wir schon beim ersten großen Gewächs, allerdings, das ist jetzt, kannst da dran erkennen, gell? Bernkasteller Ring, großes Gewächs, das ist Richard Richter, ich halb im Sprechen habe ich es echt halt, das ist 18er Terrassen, großes Gewächs, aus dem Wieninger Röttgen. Man muss auch wirklich, ich muss es auch nochmal betonen, weil es ja wirklich ein großes Gewächs ist, aber man merkt es am Abgang, der einfach auch ein bisschen einseitiger und flacher bleibt, als wir das heute auch schon hatten. Leider. 250577.
Das ist eine relativ kühle Nase. So feine pflanzliche bis kräuterige Töne drin. Ich finde aber, dass die Frucht hier jetzt mehr deutlich herauskommt wie beim Vorgänger. Braun mit Minze. Ja, aber da ist die Frucht deutlich heller als bei dem, als beim Vorgänger war. Also das ist sehr wieder zitrusbetont, da hat schon auch so Steinobst, aber alles bleibt auf der hellen Seite. Und auf der roten. Ich finde ein bisschen was Rotes ist drin. Und zwar geht es ganz dezent in diese Hinterrichtung. Ja, das muss man schon fast suchen. Aber gut, das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Es stehen auch florale Aromen drin, und die hat er auch. Und florales und rotbeeriges ist aromatisch oft ganz nah beieinander liegend. Ja, ich weiß aber schon genau, was du meinst. Da steht, trotz gewisser Restsüße eher herbwirkend, und das ist auch so. Das ist relativ schlank, das ist sehr stringent, das hat eine schöne Säure. Wieder frische pflanzliche Noten. Dann kommt so ein Hauch, ja, ich sage ja heute, ich habe keine Ahnung, bin gestern zu früh ins Bett. Und dann kommt sowas, was ich sehr mag, so ein ganz feiner Hauch Olivenöl da drin. So fast ein bisschen in Richtung Pesto mit Olivenöl gehend. Sehr frisch, herb, straff, mit so einem ganz feinen Bitterton. Das mag ich. Ja, und das verdient die 88 auch. Das ist ein eleganter Stil. Da will man einfach den zweiten Schluck haben. Das ist das Weingut von Höfel. Das ist dieses Mal ein VDP-großes Gewächs aus dem Scharzhofberg. Was ihm ein bisschen für richtig hohe Wein fehlt, ich meine, da reden wir ja auch schon von einer ganz großen Nummer aus einer großen Lage, ist halt die echte Tiefe und Komplexität für ganz hohe Wein, die hat er leider nicht. So schön der Wein ist. 364, 304. Jetzt eher wieder pflanzlicher. Ja, aber es hat so getrocknet pflanzlich. Mhm. Das andere war frisch. Ja, und so getrocknete Pilze, die stehen schon drin. Die Frucht ist gelber und reifer als beim Vorgänger. Auch die hat nicht diesen frischen Touch, sondern ist gesetzter ein bisschen. So Salbeinote ist gut. Ja, Lakritz hatte ich schon drin stehen, aber Salbei stimmt auch. Boah, das ist keine schlechte Nase, gell? Also das ist auch komplex, das hat eine gewisse Tiefe. Ja, das ist auch im Mund deutlich reifer, wieder wärmer, schmelziger, auch merklich süßer. So ein bisschen was vegetabil ist, wieder diese angetrockneten Pilze, sogar ein Hauch Speck dabei. So erdige Mineralik, ein bisschen Gerbstoff, feine Säure. Ja, und wie es da steht, er wird halt ganz leicht weich in den Kulturen, was halt auch an der relativ hohen Süße in Verbindung mit der Reife und dem dann doch ein bisschen höheren Alkohol liegt. Nur insgesamt, trotzdem, das hat Rückgrat, das hat Mineralik, das ist ja dann recht kompakten Bau. Ich kann also da mit den 88 auch leben, auch wenn es stilistisch halt völlig anders ist als der Vorgänger. Aber die Komplexität und die Substanz reißen es da dann halt doch wieder raus. Ja, passt. Da sind wir wieder beim Richard Richter. Das ist nochmal eines seiner großen Gewächse. Diesmal ist es der 18er Uhlen-Laubach-Terrassen. Das, wenn halt ein kleines bisschen präziser wäre, gerade hinten raus noch, wo so ein bisschen gedeckt ist durch Gerbstoff, wo die Süße so leicht in den Konturen zerfließt, hätte es ohne weiteres höhere Noten verdient, weil komplex ist es. 363993. Es ist kühler. Ja,
Da kommt die Mineralität ein bisschen. 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 Habe ich dich angesteckt? Ja, ein bisschen mehr raus, wollte ich sagen. Ja, das ist, wie gesagt, das ist ganz allgemein. Das ist kühler, die Frucht ist deutlich heller. Macht der Mineralik mehr Platz, dann kommen so frischkräuterige Noten, ein bisschen was Florales. Und sie ist fester wie beim vorhin. Das mag an dieser Frische liegen, denn die andere Nase war schon kompakter, die war konzentrierter, da war ein bisschen mehr drin in der anderen Nase. Das zieht sich übrigens am Gaumen auch sofort. Okay. Das ist wieder ein deutlich hellerer Charakter. Diese Zitrustöne, die sehr deutlich sind, das ist zum Teil auch Zitruszeste, also da sind so leichte Bittertöne dabei von der Schale. Gleichzeitig hat es aber auch was ganz leicht kandiert und eingemacht wirkendes, was auch durch diese Süße, die der Wein hat, unterstützt wird. Also mir ist es im Moment ein bisschen zu sehr auf der kandiert-zitronigen Seite. Das hat eine gewisse Kraft und Wärme. Aber es bleibt im Vergleich so ein bisschen eindimensional. Natürlich jammern auf relativ hohem Niveau. Also für mich 87 hat es immer noch verdient. Und es bleibt auch für viele Riesling-Freaks werden den Wein vorziehen, weil er Säure hat und Spannung hat und halt so diese für viele Leute halt animierende Süße. Mir steht es ein bisschen im Weg. Aber die Komplexität des Vorgängers zum Beispiel hat er nicht ganz. Da habe ich kein echtes Etikett. Das sind die Gebrüder Ludwig. Das ist ihre 18er Klüsserater Bruderschaft. Großes Gewächs, Versteigerungswein. Dafür ist es ein bisschen zu leicht hinten raus. Also da fehlt mir auch ein bisschen die Komplexität und der Nachdruck. 250649. Und es hat ja auch schon Tagluft. Das ist fester in der Nase und auch tiefer. Das ist sehr mineralisch. Also das ist vom Grundstil dem Vorgänger gar nicht so unähnlich, nur hat es alles mehr Substanz. Das hat deutlich mehr Mineralik. Die Frucht ist nicht ganz so zitronig, sondern das ist ernsthafter. Das alles ist straffer und tiefer. Dann ein bisschen Hefe. Ein bisschen geräucherter Speck. Steht auch drin. So zieht sich das im Mund auch weiter. Also das ist reif, saftig, ziemlich fester Bau. Man merkt noch die Hefe. Es hat das feine Säure, die Rückgrat gibt, dann hat es Griff von reifem Gerbstoff. Es hat auch Süße, so ist es nicht. Aber die ist anders integriert. Hin raus merkt man die Süße schon recht deutlich. Aber dennoch zerfließt es nicht so. Es bleibt ziemlich stringent. Das zieht auch an. Die haben Schwanken bis 8 oder 9 sind. Von der Nase her und von dem, was du mir jetzt am Gaumen beschreibst, würde fast so 9. Ich auch. Ich würde dem noch ein bisschen Reife geben. Aber das kann wahrscheinlich auch eine ganze Weile. Und wir gehen mit 89. Aber ich würde noch ein Jahr warten mit dem Trinken. So,
Sag mal. Ah, das war ein gut. Michael Franzen. Das ist 18, Bremer Kalmont. Das ist sein Primus. Also das ist wohl sein Topwein. Und wie man am Ergebnis sieht, hat er auch recht damit. Ja, das ist wohl so. Kostet 13 Euro. Ist doch völlig okay. Und um es auch wieder zu sagen, das haben wir bei den Vorgängern halt einmal gemacht, ich merke auch, wie da der Wein drückt nach. Da bleibt nicht nur Süße stehen, sondern auch reife Frucht und Mineralik und sowas leicht Gewürziges. Und es drückt halt hinterher. Das sind dann halt die Unterschiede. Hast du was gesagt? Nein. Warte, dass du fertig bist. Bist du fertig? Ja, das war schon. Das sind halt so die Unterschiede. Okay. 2, 5, 1. 8, 4, 3. Mhm. Auch eine feste Nase. Ich möchte behaupten, das ist was so eine steinige. Ja, und auch was ganz leicht Speckiges dabei. Also das ist auch sehr mineralisch. Es hat was Gewürziges drin. So ein bisschen Reduktion, also es ist vielleicht noch ein Hauch Schwefel dabei. Aber die Nase kann schon was. Es hat ordentlich Substanz, es ist reif, saftig, es hat kaum Süße. Ein ganz kleines bisschen Kant ist da drin, aber nicht sehr viel. Hat einen schönen Griff von reifem Gerbstoff und vor allem wieder von einer Motzmineralik, die wieder ins Steinige geht, die den Mund fast auskleidet und die dem einen irres oder zumindest ein bemerkenswertes Rückgrat gibt. Die Hefe geht fast ein bisschen ins Tabakige dann am Ende. Das hat Substanz, Nachhaltigkeit. Warum steht denn das nicht bei 89 eigentlich? Naja, weil es halt jetzt 89 Minimum ist. Ja, das Witzige ist, dass ich mir den Gedanken schon auch mache, sind es 89 oder 90. Also komm, dann stell dir den 90. Ja, das kannst du machen. Also, das finde ich schon sehr schön. Wie gesagt, wir zeigen es hinten mal. Also, wenn er halt dann ist, nochmal drankommt. Achso, vielleicht sollte ich dir das Glas geben, gell? Das wäre nett. 252227. Ja, und da haben wir es wieder mit der Länge und dem Nachdruck. Das ist kräuterig, ziemlich mineralisch. Das hat auch was Schwarzbeeriges dabei. Ja, es geht auch diese Zitrusfrucht, Schwarzbeer, Noten, Red Grapefruit. Ja, aber es hat Pfirsich schon auch. Ich habe schon Steinobst auch. Ist jedenfalls eine ziemlich schöne Nase, sehr klare, aufgeräumte, eigentlich so richtig klassische Moselnase. Sehr kühl. Kühl, vielleicht nur spurunruhig, also so ganz zart ins Reduktive abkippend. Aber das will man ja da ja eigentlich haben. Es ist sehr reife, fruchtsaftig, relativ süß. Hat mehr Wärme eigentlich, das steht auch schon drin, als die Nase erwarten lässt. Ah, da steht jetzt eher moderate Säure. Die hat auch wieder zugelegt, gell? Also es hat jetzt mehr Zug als gestern. Da hat gestern der Zucker das noch alles ein bisschen überschleiert. Da hat man gar nicht gemerkt, dass er doch einen Zug hat. Substanz hat es, Kraft hat es, klar ist es. Ich finde es von der Nase her schon sehr klar. Geradlinig. Auch das ist ziemlich mineralisch, nur hier ist tatsächlich die Mineralik ein bisschen hinter dem Zucker versteckt. Und dann kommt so was ganz leicht
Pfeffriges. Ich habe ja da eine Idee, was das ist. Aha, komm, raus, raus. Ich glaube, dass das Max Ferdinand Richter ist. Und zwar sein Dompropst. Zumindest schmeckt es danach. Aber die Substanz ist sehr gut, es ist komplex, es hat Länge, sind A89. Vor allem das wird ganz hervorragend reifen, weil das so fest ist. Es hat ja Tiefe auch. Und da wird sich die Süße ganz gut einbinden, weil es halt nicht lätschert wirkt. Also, es ist Gracher Domprobst von Max Ferdinand Richter, 2018, Alte Reben. Da freust du dich jetzt. Ne? Ja, da freue ich mich jetzt. Gerade ja sonst so schlecht. Kostet 16,90, das kann man kaufen. Und weglegen. Bloß 2-3 Jahre nicht anfassen, am besten 5 Jahre nicht anfassen. 364-978. Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob da 89 reichen. Wir müssen das, glaube ich. Also wir werden ein paar Weine morgen noch einmal probieren, ist ja gar keine Frage. Wie wir das ja immer machen. Aber da will ich den, glaube ich, noch mal sehen. Weil er, während ich so quatsch und quassel, halt hinten eine brillante Frucht hat und Festigkeit und stehen bleibt. Und diese Mineralik. Und das alles in ganz klaren Konturen. Deswegen kommt einem das oft immer erst ein bisschen hinten raus, dass man denkt, hey, das ist vielleicht doch noch ein Stück besser. Muss nicht stimmen, aber probieren muss man es. Für eine ganz andere Nase. So getrocknet pflanzlich, ein bisschen ins Tabakige gehende Noten drin. Soll jetzt nicht negativ klingen, aber ein bisschen wärmer. Ist auch wärmer, ja, ja, klar. Ja, es hat, das steht auch drin, die Frucht wirkt auch kantierter. Das ist auch in der Nase alles ein bisschen zerfließender, nicht ganz so präzise, aber dafür relativ komplex. Und man merkt schon, dass es Substanz hat. Es kommt genau das, was man erwartet. Sehr reife, wieder teils so eingemacht oder kantiert wirkende Frucht, relativ hohe Süße, es hat Schmelz, das zerfließt ganz leicht in den Konturen, aber dann kommt sehr viel Mineralik. Es kommt etwas Gewürziges, das hat er schon in der Nase gehabt. Das ist einerseits ein bisschen pfeffrig, andererseits ein bisschen gelbe Würze, da wären wir wieder bei Kardamom und ähnlichen Sachen. Muss ich noch ein bisschen, bevor ich das vor lauter Quatschen vergesse. Also das hat schon Kraft, das hat auch sicher ein bisschen höheren Alkohol. Wenn du sagst, es zerfließt doch ein bisschen, dann steht er doch bei 88 gut. Ja. Nur die Substanz und der Griff. Und vor allem, wir haben es bei anderen Weinen gehabt, die im Abgang das Zerfließen anfangen. Bei dem ist es ganz vorne, wo man den Zucker noch deutlicher wahrnimmt, dass es am Anfang so ein bisschen dieses Candies, dieses leicht Verschwimmende hat. Hinten raus strafft er sich. Ja. Kann ich ja leider schlecht nachvollziehen. Naja, und dann hat er wirklich Griff und Zug, das steht da schon drin. Und deswegen will ich dem tatsächlich 89 geben. Also, das ist nicht, wie soll ich sagen, das ist nicht das, was ich am liebsten trinke, weil mir wäre das ein bisschen weniger süßlich. Wäre mir das lieber. Den hatten wir schon mal, den haben wir reingestellt. Ah, das war der, wo wir den Verdacht hatten, dass es 89 sind. Ja, okay. Und zwar ist das das Weingut Schmitz-Bergweiler mit dem Würzgarten Spätlese trocken. Vorhin hatten wir den normalen Würzgarten, der für 6 Euro und ein bisschen was. Der kostet jetzt, glaube ich, um die 12. Ich habe gerade weggedrückt, 11 noch was. Was ja dann auch wieder okay ist bei der Wertung.
Wie gesagt, man muss das mögen, dieses etwas wärmere und schmelzigere und süßere und ein bisschen ausladende. Aber in dem Stil kann er das ziemlich gut. 250032. Das ist eine sehr feste Nase, sehr stringent. Das hat noch auch so einen Hauch Reduktion. Das hat sehr schöne, hefige Töne. Aber das, vor allem, das riecht schon sehr präzise. Das ist auch ganz sicher der Wein mit der präzisesten Nase bis jetzt. Ich finde, die Hefe erinnert so ein bisschen an Brioche. Ja. Das kann so ganz feine Pilznoten. Mhm. Und da hat auch schon irgendwer Petersilie draufgestreut. Das mit dir heute, mit der Aussprache. Ich schwöre, ich habe gestern, ich war ganz brav, bald ins Bett, nichts getrunken. Ja, ehrlich. Ich brauche früher, glaube ich, einen Schnaps, dann geht's besser. Nein. Du musst ja vorsichtig sein heutzutage. Da wirst du dann angezeigt wegen Verleitung zum Alkoholismus. So. Also, Nase, präzise, fest, klar, geradlinig. Mhm. Ehrlich gesagt schmeckt es kandierter, als es riecht. Also das ist schon saftig, aber es wird so ein bisschen süßlich. Genau, da frage ich mich jetzt, ob es die 89 wirklich kann. Das ist komisch, die Nase ist wunderschön. Und dann fehlt genau die Stringenz, die er im Duft hat. Ja, die fehlt dann am Gaumen ein bisschen. Das liegt auch so an den Candis-Noten und der Süße wieder. Und das hat jetzt wieder das Problem, dass das hinten raus zerfließt. Das soll er dann nicht machen. Das ist jetzt wieder ein großes Gewächs von Bernkastellering, immer erkennbar an diesem Aufkleber. Und zwar dieses Mal ist das von Karp Schreiber, der Brauneberger Juffer Sonnenuhr 18. Gut, kostet 15 Euro, ist jetzt für ein großes Gewächs ja jetzt auch keine Ansage. 251845. Das ist noch reduktiver, sehr fest. Warum stehen die Kräuter nicht drin? Ja. Ziemlich präzise. Sehr schön. Und das ist auch eine Mordsmineralik und die geht wieder ein bisschen ins Dunkle. Doch, der hat noch viel Hefe, wie gesagt, also das ist vielleicht der reduktivste bis jetzt. Ein bisschen Algen sind noch in der Nase. Algen sind sogar sehr, sehr gut. Oder Wasabi. Naja, das liegt natürlich auch daran, dass der Wein aufgrund seiner Reduktion noch ganz leicht schärfend ist in der Nase. Und das ist natürlich, die Assoziation ist dann klar. Das ist halt wirklich frische und das ist eine sehr schöne Nase. Jetzt hätte ich wirklich gerne Sushi da. Naja, ist auch im Mund sehr fest, saftig, straff, hefig, mineralisch. Also wenn das so präzise ist, kann das ja eigentlich nur Schlossleser sein.
Haben wir den zurückgestellt vorhin? Nein. Weil das sind nämlich 90. Ja. Sehr schön. Eine tolle Spannung. Ist vielleicht nicht vollkommen trocken, aber das interessiert da gar nicht. Da passt alles zusammen. Gestern schon zum Lieblingswein gemacht. Naja, es ist natürlich auch Schloss Liese. Und zwar ist es der Peace Potter Ortswein Goldstück. Weil es halt aus dem Goldtröpfchen kommt, ist ja klar. Ja, aber das ist schon. Ja, viel Wein für 16,90 Euro. Sehr schön. Ja, kam es halt. 363 776. Das ist pflanzlicher, ja, steht drin. Ja, also diese ganz zarten Wachstönchen hat er auch, die da drin stehen. Und das ist gelbere Frucht, ein bisschen gelbere Würze. Ein bisschen kantiert wird es für mich. Ein bisschen Candis, genau. So brauner Candis. Es ist auch die, es ist auch diese Mineralik, so dunkelerdig. Mhm. Also so ein bisschen Brauneberg-artig. Und erinnert mich an Karamell in der Nase. So Salz, Es ist jedenfalls trotzdem, auch wenn es nicht ganz die Stringenz vom Vorgänger hat, eine recht schöne Nase mit einer gewissen Tiefe und Komplexität. Ja. Das ist relativ fest, hat eine reife Frucht. Dann hat das die Hefe geht wieder ziemlich deutlich ins Tabakige, was möglicherweise nicht nur an der Hefe liegt, sondern vielleicht auch in der Spur Holzfass, an einer gewissen Mineralik, die ohnehin so ins Dunkle geht. Also dieses Zusammenspiel wirkt dann wirklich so. Aber das ist alles recht fest. Und vor allem auch da ist es so, das hatten wir vorhin schon mal, bloß hier ist es noch deutlicher, dass die Süße ganz vorne mal kommt. Und je weiter der Wein am Gaumen nach hinten fließt, entlang streift, desto weniger wird diese Süße spürbar, desto mehr kommt die Mineralik, die das alles schluckt. Dennoch, es wäre mir ein bisschen trockener, zwar lieber, aber mit der Mineralik und dem Nachdruck. Bist du für 90? Ja, ich schwanke. Sie finden die Nase sehr animierend. Na, 89. Es sind 89. So, man erkennt es gleich an dem Schild. Großes Gewächs von Bernkasteller Ring. Dieses Mal von Heribert Kerpen. Der übrigens, soweit ich das bislang probiert habe, auch mit seinen süßen Weinen, einen riesen Jahrgang hat. 251843. In dem mir übrigens auch die Trocknen durch die Bank gefallen. Aber um das noch einmal überzustrapazieren, da merkt man es dann im Abgang auch wieder, warum er keine 90 hat. Das ist halt spurzerfließender und nicht ganz so nachdrückend und präzise dabei. Aber da jammern wir jetzt wirklich auf sehr hohem Niveau.
Letztens schrieb mir jemand, dass so 89 Punkte, das wären ja dann Pizzaweine, ist totaler Schwachsinn. Oh. 89 ist eine Riesenwertung. Ja. So, hier haben wir es wieder mit etwas mehr Reduktion zu tun. Trotzdem aber wieder sehr grafisch. Genau, es hat viel Schliffchen in der Nase. Mhm. Leicht geräucherter Speck. Den hatten wir doch auch schon mal. Ja, und es sind keine 90, es sind 89. Aber für mich wäre das ein Lieblings. Deswegen habe ich jetzt nicht so geschaut. Ich habe dem nachgeschmeckt. Also ich kann das mit dem Lieblingswein absolut nachvollziehen. Das schmeckt aber, als wäre es schon wieder Flusslieser, oder? Schlosslieser. Ich weiß nicht, was los ist heute. Es ist zu früh wahrscheinlich. Es ist einfach ja, zu früh. Ja, es ist eine ungewohnte Uhrzeit. Komisch. Ja, das ist sehr schön, das ist saftig. Ein bisschen kandiert zitronig dann. Soll ich dir ehrlich was sagen? Ich glaube, das sind auch nur 88. Das ist sehr, sehr schön. Aber die Tiefe und Komplexität für 19, so 89 hat er für mich nicht. Also er hat ja auch 88 gehabt. Mhm, dann stimmt's. Also der Wein macht unheimlichen Spaß. Bitte nicht falsch verstehen. Aber wir haben ihn ja auch als Lieblingswein gekennzeichnet. Ja, ja, aber die 89 hat er nicht. Ja, okay. Das ist natürlich wieder Schloss Lieser. Und zwar ist es auch der Ortswein, nur diesmal aus Lieser halt. Ich meine, es ist ein Ortswein. Heldenstück heißt er, ist der Ortswein. Ja. Aber der Peace Potter ist der größere Wein. Toll sind sie beide, gar keine Frage. 2-5-2-2-2-3. Also Heldenstück heißt er natürlich, weil er aus dem Niederberg Helden kommt. Ist ja klar. Denke ich. Ne? Mhm. Mhm. Sehr kräuterig, sehr fest. Und pilzig. Das Pilz hier, ganz eigene Mineralik. Mhm. Steinpilze oder sowas. Hast du es gehört? Ja, ich wusste noch nicht, ob es deiner war oder meiner. Nee, ist meiner. Also das ist eine schöne Nase, sehr fest, hat Tiefe, hat so eine gewisse Ruhe. Mir fehlt aber ist aber komplex. Pfeffer in der Nase, das steht noch. Interessanterweise habe ich mir den gerade gedacht und habe aber nicht nachgeschaut. Okay. Also, es ist vielleicht die komplexeste Nase bis jetzt. Und die tiefste. Das gefällt mir sehr. Mit Schwamm halt. Bisschen Speck dazu. Super. Hör halt auf jetzt. Drüber. Ich habe doch auch noch nicht gefrühstückt. Also das ist sehr fest im Mund. Das ist fast völlig trocken. Es hat einen schönen Griff. Kräuter, wieder Pfeffer. So eine erdige Brauneberg-Mineral. Ja, das ist klar, das ist Max Ferdinand Richter. Das sind seine alten Reben, oder zumindest einer seiner Brauneberge. Sehr schön. Mhm. Das ist so schön, es hat so gut wie überhaupt keinen Zucker und da merkt man wieder, was für ein Vorteil das hat, wie viel mehr man von dem Wein schmeckt, wenn diese Süße nicht alle Facetten zuschmiert. Und dann diese Mordsmineralik, die den Wein richtig beherrscht, das steht ja auch alles drin. Nur 90 reichen da nicht.
Wahrscheinlich bist du schon bei 92. Ja, du hörst es aus meinem Tonfall raus, gell? Ja. Vor allem nach dem kam. Nach dem was kam? Dieses Habe ich das gemacht? Ja. Spul zurück und schaust ja. Also, passt. Boah, das mag ich. Ja, sehr klar. Brauneberger, Juffersonnenuhr, großes Gewächs von Max Ferdinand Richter. 12% hat es, das ist doch herrlich. Mhm. Ja, super. Kostet 24 Euro, würde ich dafür jederzeit ausgeben. Den Wein gebe ich auch nicht her, der wird getrunken. Hm. 250772. Hat das hinten raus noch was richtig Nobles? Ja, ich meine, nachdem du so ein lieber Chef bist, denkst du natürlich an mich, wenn du den Wein trinkst. Was? Na? Du denkst an mich, wenn du diesen Wein trinkst. Du denkst ja, ach Kimi, für dich trinke ich ein Glas gerne mit. Ob das deinem Ehemann gefällt, wenn ich das mache? Du denkst doch nur, Kimi, für dich trinke ich ein Glas gerne mit. Mach ich. Gut. Ich werde den heute Abend noch mit den zusammen mit den Naheweinen von gestern nachprobieren. Mal schauen, was er da dann kann. Kimi, für dich trinke ich doch ein Gläschen gerne. Du hast übrigens ein Doppelkomma da drin. Nee, ein Komma. Ich bin halt, so weit bin ich da noch gar nicht. Also auch das ist eine ziemlich feste und tiefe und eher herbe Nase. Das ist, also da sind die Früchte auch reif, aber nicht überreif. Und da ist mehr Steinobst auch, als das die Regel ist gerade. Auf dem Steinobst ist aber noch ein bisschen eine frische Minze. Mhm. Doch. Ja, das war nicht so zweifelnd, war das gar nicht gemeint. Und schon steht's drin. Und was leicht Schwarzbäriges. Hm. Womit wir jetzt wieder bei der Süße wären. Und da merkst du halt im direkten Vergleich, das hat auch Substanz und ist auch relativ komplex und es hat viel Mineralik. Aber da sind die Feinheiten durch die Süße alle zugedeckt. Das ist wie so ein super tolles Kobe-Rind und dann haut man einen Haufen Ketchup drauf, weil es so lecker ist. Oh, das ist eine fiese Beschreibung gerade. Ja, aber es ist doch so. Das ist so schade, weil das der Zucker so viel wegnimmt von dem Wein, von seiner Feinheit, die er ja zweifellos hat. Das ist eigentlich schade. Und lecker ist was für Kinder. So. Jetzt bin ich durch mit meiner Tirade. Das ist schon viel Süße. Ich meine, mir ist völlig... Ja, wie gesagt, der Wein hat ja alles. Der kann die 90 auch. Das hat ja trotzdem Spannung und es hat eine tolle Mineralik und es ist... Aber ich glaube, du möchtest sagen, weniger Süße... Weniger Süße. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Oder... Naja, doch, ich glaube schon. Weniger Süße, mehr Feinheiten wollte ich jedenfalls sagen. Ja, die Feinheiten hat es ja, die kriegt man halt nur durch die Süße zu wenig mit. Wird halt nicht so zudeckt durch die Süße. Aber das reift normalerweise, aber das ist Maximin Grünhaus, oder? Ja. Ja, klar. Das möchte ich einmal knochentrocken probieren, aus den Lagen. Und das, was die ja wirklich können dort, das ist ja ein Riesenbetrieb. Und das ist schon immer gewesen. War übrigens das erste Weingut, das ich mir in der Mosel, wo ich mir Weine gekauft habe, Ende der 80er. Also ich war schon immer begeistert von denen, aber einmal hätte ich das gern knochentrocken. Einmal im Leben. Wie auch immer. Ich vertrödel unsere Zeit. So, und zwar ist das 18 Abtsberg Superior.
Wahrscheinlich kann man das in 30 Jahren noch trinken, so ist es ja nicht. 251-866. Aber wenn wir das ganz trocken machen, können wir das auch. Wie gesagt, ich bin fertig mit meinem Tirade. Du warst doch gar nicht fertig, hast du weit, ne? Ah, deutlich reduktiver. Wieder ein bisschen was Schwarzbäriges, ja, Tabak, das steht schon drin. Kräuter und eine Matmineralik. Und wieder so eine. Pilze, Leute, Pilze. Aber es sind eher Champignon. Mhm. Und wieder diese matdunkle Mineralik. Ist das schon wieder, ja, der Dings Max Ferdinand Richter. Riechen tut so. Also, wenn es nicht mehr. Aus Brauneberg ist natürlich, hat natürlich auch Lisa was. Jetzt schauen wir. Champignons? Ja. Ist auch noch etwas frischer Pfeffer. Frisch gemahlen. Steht das da nicht drin? Nein. Danke. Jedenfalls, tiefe, feste, komplexe Nase. Und präzise. Ich glaube, die Champignons mit meinem Pfeffer schmeckst du auch. Da hast du vollkommen recht. Vor allem, da schmeckst du ohnehin viel Umami. Mhm. Das ist relativ warm in seinem Stil, aber trotzdem eher herb. Das hat eigentlich keine echte Süße. Ja, ja, das sowieso. Ich überlege auch, was das ist, ob es jetzt wirklich Max Ferdinand Richter ist, was ich schon langsam nicht mehr glaube. Ich bin ja eher bei Lisa, aber 1000%ig sicher bin ich mir nicht. Ich muss aber auch vor allem, weil ich auch zwischen, Entschuldigung, Peaceport und Gold und Brauneberg schwanke. Also, du kannst ja weiter philosophieren, ja, was das da jetzt ist. Was ich sagen wollte, ich finde, die Nase allein hält schon ewig an. Ich rieche den Wein im Prinzip. Ja, ja, ich überlege ja über 92 nach. Dass es am Gaumen genauso ist. Und dass der richtig nachdrückt. Ja, aber es hat mit seiner Kraft und Wärme. Ist es wahrscheinlich doch Peaceport. Weil es erinnert ein bisschen sogar an die Terrassenmosel. Aber da war nichts dabei, das so trocken ist. Und dieses Warme und etwas Kräftigere ist dann eigentlich eher Peaceport-typisch. Und dann ist es doch Lisa. Das Dunkle hat er auch. Ich denke, dass er halt ein bisschen Zeit braucht. Also das tut auf jeden Fall. Ich werde jetzt bei 3 Jahren 100 anfassen. Wahrscheinlich. Ja, das, dadurch, dass er sehr niedrige Säure hat, glaube ich, kann man früher anfangen. Ja, aber die 91 sind es. Gut. Oh, ernsthaft? Da war ich überhaupt nicht. Ja, schon bei Schloss Lisa. Aber das ist doch, das ist Brauneberg. Da war ich schon. Ich war jetzt bei. Ich Idiot du warst war bei. Erst mal bei Brauneberg, dann warst du bei Peaceport. Ja, richtig. Schluss, ne? Aber ich habe hab jetzt so gedacht, ja, aber ich habe jetzt gedacht, Wiener Sonnenuhren. Da dachte ich mir, das hätte ich jetzt total verscherzt. Wenn es Brauneberg ist, bin ich ja beruhigt. Weil das stimmt ja dann zumindest vom Typ her. Also. Das war jetzt das. Ich habe Sonnenuhr gelesen und gedacht, wählen. Habe gedacht, oh, da warst du jetzt aber ganz daneben gegen. Deswegen bin ich jetzt leicht erleichtert. Dass es doch wenigstens Brauneberg war. 252492. Triumphierst du da, wenn ich mich vertue? Mal ganz ehrlich, wie oft kommt es vor, dass du dich vertust? Das kommt so oft genug. Lichtjahre mal vor, ne? Und dann ist das schon so ein kleiner Reisparteitag. Mhm. Also. Nein, anders.
Es ist nicht so, dass ich mich darüber freue, wenn du falsch liegst. Okay, ein bisschen. Einfach, weil mir das zeigt, ja, dass der große Meister auch mal daneben liegen kann. Nicht nur ich. So, das ist eine sehr feste, kühlere Nase als beim Vorgänger. Finde ich frischer. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Wehner Sonnenuhr rausriechen müsste, wäre ich da näher dran als das vorher. Und hat eine Matzmineralik schon in der Nase. Sehr, sehr schön. Sehr nobel alles. Nobel, stringent, tief, zupackend schon in der Nase. Wunderschön. Und klassisch. Und Mosel. Und überhaupt. Es hat schon auch ein bisschen Schmelz, aber es bleibt trotzdem sehr konturiert, weil es halt auch wieder keine echte Süße hat. Es hat Hefetöne, sehr noble Frucht. Nase hält auch hier sehr lange. Das macht am Gaumen auch. Das ist das Einzige, was ein bisschen süßlich ist, der Schmelz, den er dann doch am Gaumen hat. Aber das Ganze ist eingerahmt von der Mineralik. Die Säure ist natürlich ein bisschen niedriger als in anderen Jahren. Es ist halt 18, aber trotzdem, da gibt die Mineralik so viel Rückgrat und dieser feine Gerbstoffgriff. Das ist kompakt, aber nicht breit. Und diese Mineralik ist sehr, sehr herb, sehr steinig. So ein Hauch Candies hat es schon, aber das ist halt auch reif. Stimmen die 91 auch meiner Ansicht nach. Ich habe jetzt mal kurz gespannt. Ob es mehr oder weniger sind? Mehr. Nee, aber ich verstehe dich. Oh, das ist auch Brauneberg. Das ist der Juffer von Haag. Also nicht die Sonnenuhr, sondern der normale Juffer. Aber hast du gemerkt, wie subtil ich darüber weggegangen bin, dass ich gesagt habe, wenn was eher nach Wien ist, dann das? Ja. Das ist aufgefallen? Ich habe es ja nicht intensiv verteidigt, aber gesagt, wenn schon im Vergleich. Ja, wenn halt. Ja. Ganz eigen, so getrocknet floral und dann pfeffrig. Kräuterig. Aber das riecht so ganz kleines bisschen, ja, nach so einer Boutique. Boutique, das hat so. Nach einer was? Ja, so eine. Warte schon, wo dann. So, das war schon ein bisschen fränkisch. Boutique. Das hat so was ganz, ganz leicht Parfümiertes. Ganz hinten brennen ein paar Räucherstäbchen. Und man kann Duftseifen kaufen und. Die finden jetzt zu viel. Ja, ich habe mir das auch gedacht. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja jetzt nicht aufdringlich parfümiert, aber so ganz leicht hat sowas. Ja, und die Frucht ist so leicht kandiert. Man merkt auch so, oder man hat so einen Anflug von Honig in der Nase. Oh, am Gaumen auch.
Ja, jetzt weiß man auch warum. Weil das ist jetzt wieder süß. Ich meine, das ist trotzdem sehr, sehr gut. Aber wir haben es ja noch nicht gesagt, dass man dann doch merkt, dass der Zucker den Weinen ein ganz klein wenig die Feinheiten überschmiert. Also zudeckt. Ja. Die er nämlich hat. Hat auch viel Mineralik. Griff. Aber 93. Das wird sicher auch gut reifen. Aber diese Noblesse und diese, ja, war fast klar. Das ist wieder Maximin Grünhaus, diesmal ein großes Gewächs. Und zwar 18 aus dem Herrenberg ist es. Ich habe keinen Platz mehr auf meinem Raum. So getrocknet kräuterig ist das ziemlich fest. Ein bisschen floral, ja. Ich finde es tief. Ja, das ist tief. Tief, frisch. Obwohl es was. Also es hat einen eher helleren Stil wieder. Es ist ziemlich kühl, aber es ist tiefgründig. Ist lustig, da steht so ein Hauch Wurzelgemüse drin und es stimmt auch. So Spur Sellerie oder sowas ist da dabei. Fenchel. Fenchel ist auch nicht schlecht. Ist jedenfalls anders als alles, was wir bislang hatten. Ist auch nicht ganz trocken. Es hat so ein bisschen was, das hat vorhin, da durft es das mal. Mhm. Was leicht Karamelliges. Ja, stimmt. Das hatte ich vorhin ja in der Nase, ne? Das war so ein bisschen. Und das ist am Gaumen, oder wie? Ja. Ich finde es in der Nase nämlich nicht so. Ja, du, das schmeckt mir ein bisschen. Aber das wirkt, so wie das, ich das lese. Und wie ich das schmecke, so es hätte er zugemacht mit. Also seit gestern. Das brauchen wir nochmal. Morgen dann nochmal. Also heute schwanke ich, ob es 90 oder 91 sind, wobei hin raus, es hat schon viel gegriffen, da kommt weißer Pfeffer. Doch, im Abgang kann es schon. Da zieht er nochmal richtig nach. Das muss man bloß ein bisschen reifen lassen und dann kommt es schon. Ja, und dann hatte ich schon schön im Zug. Nee, es sind schon 91. Probier es trotzdem nochmal. Jetzt sind wir in Wehlen. Wehlener Sonnenuhr. Großes Gewächs. Uralte Reben von Max Ferdinand Richter. Naja. 251876. Es wird heute Abend Ferdinand Richter gegen den Rest der Welt. Also, solange er von der Nahe kommt halt. Oh. Mhm. Deutlich reduktiv. Genau, eher auf der pflanzlichen, pilzigen Seite. Da schreien mich wieder die. Also, sie schreien mich nicht an, aber ist deutlich schon genau. Ja. Aber das ist schon tief und das ist schon Motzmann-Komplex in der Nase. Ja. Also so viel kann ich dir sagen, die 91 reichen da nicht. Das war mir eigentlich schon klar, nachdem ein
Das ist dicht, saftig. Hat einen Mordsgriff, ganz noble Frucht. Natürlich hat es ein bisschen Wärme des Jahrgangs und so einen schönen Gerbstoffgriff. Nur, da war auch wieder jemand klug genug. Als hätte er mir einen Zahn operiert gerade. Und ich hätte immer noch Spritzen drin. Auf Zucker zu verzichten. Boah, das ist gut. Das ist tief, komplex, substanziell, mordsmineralisch, ein bisschen tabakig. Ich glaube, dass du jetzt bei 93 bist und dir den Mord anschauen kannst. Gell? Hört man. Ganz hinten kommt ein Hauch Candy-Süße. Ja, also es hätte so doch 3,5 Gramm oder 4. Aber wurscht, das passt da alles rein. Ja, rotbeerig steht drin, das wollte ich gerade neu schreiben. Ich weiß, dass ich irgendwas gesagt habe, was ich vergessen habe reinzuschreiben. Tabak. So. 93. Aber nochmal probieren. Das waren doch nicht die reinen Max Ferdinand Richter Spiele, weil Schloss Lieser wird auch nochmal probiert. Wiener Sonnenuhr, großes Gewächs, 18. 252499. Wieder kräuterig und so weiß floral. Da eine ganz intensive, so ein bisschen erdige Mineralik dann hinter diesen ganzen ohnehin schon sehr komplexen Aromen, die er hat. Finde ich aber überwiegend hell. Absolut. Sag ja, das wird auch durch dieses Hellflorale, das er so deutlich hat, dokumentiert. Das ist am Gaumen hell. Es hat so Spuren von Candies und Karamell, aber auch kaum Süße. Das wirkt fast verschlossen jetzt. Es hat eine gewisse Wärme dabei, die, wie soll ich das sagen, die vielleicht nicht ganz zu dieser Helligkeit des Weins passt. Weißt du, was ich meine? Das braucht ein bisschen Zeit. Also ich würde ihn bei 92 stehen lassen, aber auch nochmal probieren. Ich glaube auch, dass das 3 Jahre braucht oder 4, bis man da wirklich anfangen kann, das zu trinken. Aber auf jeden Fall, das muss man auch probieren. Ah, okay. Das ist jetzt Fritz Haag, Brauneberg, Juffer Sonnenuhr. Interessant, weil normalerweise erwartet man das dunkler, gerade von der Mineralik her. Mal schauen, was das mit Luft macht. Also da wäre ich blind nicht drauf kommen. Darum habe ich ja nichts gesagt. 1865. Das ist wieder so ein typischer Fall von Reduktion, die mit Luft zunimmt. Ja, man merkt das aber an der Nase. Ja, meine ich ja. Ja, ja, klar. Nur das war gestern nicht so. Das wird mir sehr verschlossen, sehr unruhig. Also mir fällt es von der Nase her gerade ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil die Reduktionsmoment zumindest vielleicht vor der Ja, die nimmt gerade alles weg. Ja.
Dann ist es reif im Mund, schmelzig, ein bisschen warm, so ein kleines bisschen glatt gerade. Das kannst du im Moment nicht probieren, das brauchen wir nochmal. Das hat überhaupt keinen Sinn. Im Moment sind es 92 nicht. Geben wir jetzt auch mal ein weniger. Und es hat schon Substanz, es hat Mineralik, da ist ja alles da. Aber das ist alles gerade so, rühr mich nicht an. Ganz eigen. Brauchen wir unbedingt nochmal. Schloss Lieser, Niederberg Helden 18 ist es. Auch das hat Reduktion, aber das hat auch mehr Spannung gleichzeitig. Der andere war so total versteckt. Oder geht es wieder fast ins Rauchige, diese Reduktion? Das war was Rotbeeriges hier drin. Ja, fast schwarz. Ja, ich sag ja, es ist eher schwarz als rot. Ja, das hat schon wieder deutlich mehr Leben. Das ist sehr saftig. Hat unheimlich viel von dieser schwarzbeerigen Frucht am Gaumen. Das ist sehr auffällig. Wie schreibe ich denn jetzt das Zefix? Was? Saftige Beeren? Nein. Das Schwarze, dieses Schwarzbärige, das so ganz, ganz deutlich schmeckbar ist. Ja, also das ist schon sehr gekonnt, gell? Das hat unheimlich viel Griff. Saftstruktur. 92 kann das auf jeden Fall, aber ich will das auch nochmal sehen. Da schwanke ich auch, ob es nicht schon 3 sind. Das ist sehr mineralisch. Und er zieht das. Ich glaube, ich gebe 3. Aber anschauen tue ich es mir kurz. Ja. Schloss Lieser. Keiner hätte es gedacht. Goldtröpfchen. Ziemlich tief. Es hat auch was Rauchiges in der Nase. Ja. Vor allem das ist ziemlich intensiv, dieses Kräuterige, auch die Mineralik. Die ich zweimal drinstehen habe, vorsichtshalber, die Mineralik, damit es auch keiner übersieht. Das kann was. Ja, das war beim Riechen eigentlich fast schon klar. Das ist Maximin Grünhaus. Ja, aber es ist halt schon verflucht gut, trotz der Süße. Es ist so dicht und tief und komplex. Hat eine Mordspannung, eine irre Mineralik. Da lange zwei nicht. Und bei 4. Puh. Meine Sauber. Fassen den morgen eh noch mal an. Ja. Den trinke ich auch. Du meinst mir heute ein scharfes Thai-Huhn? Und dazu gibt es dann Maximin Grünhaus. Unter anderem.
Dann schauen wir, können wir wieder mal sehen, was besser passt, ob es mit ein bisschen Meereszucker oder mit weniger. Weil bei dem Wein, wo der so wahnsinnig viel Mineralik und Würze und Pfeffer und Griff und alles hat, da stört mich dieser Zucker ja überhaupt nicht. Da ist... Meinst du, es ist genügend Gegenpol da, um die Süße aufzufangen? Ja, weißt du, das sind die Feinheiten. Wie soll ich das sagen? Die kriegst du da nicht zugeklebt. Das geht halt einfach nicht. Das ist grandios gemacht. Das hat ja echte Brillanz, das Ding. Kannst du wiederholen? Ich hätte es trotzdem gern mal knochentrocken, aber das ist halt einfach ein Riesenwein. Was muss ich da alles noch reinschreiben? Ja. Jetzt auf die Zielgeraden langweilen wir die Leute ein bisschen mit nix sagen und tippen. Ja, das sind 94, da muss man jetzt, glaube ich, nicht groß drüber nachdenken. Das ist ein Riesenwein. Und es ist der Abzberg, gell? Klar. Naja, gut. Mit ein bisschen Nachdenken ist der letzte Wein in der Runde. Also, 2018 Abzberg, Maximin Grünhaus. Okay, das war's. Für heute. Entschuldigung dafür, dass es wieder mal recht lang war. Es ist Freitag, das heißt, wir melden uns wahrscheinlich, nachdem ich sonntags arbeite, wahrscheinlich sogar am Montag wieder. Dann mit Rheinhessen. Ja, ich glaube Rheinhessen. Rheinhessen? Ja, ich glaube Rheinhessen. Also Rheinhessen. Außer ich mache rot, das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, es wird Rheinhessen. Gut, wie auch immer, bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Tschüss.